Servus Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute gibt es mal eine leichte, schnelle Asia-Pfanne und dazu brauchen wir folgende Zutaten. Das ist einmal Puten geschnetzeltes, dann so eine Asia-Gemüsepfanne, etwas Sojasauce, etwas grüne Currypaste, wer das nicht mag, einfach weglassen. Ja, etwas Gewürze wie Chili, Knoblauch. Und für die Cremigkeit noch etwas Exquisa, so eine fettfreie Variante hier. Und ja, als Beilage könnt ihr noch Reis dazu machen. Das zeige ich euch jetzt hier nicht, weil das einfach nur das Hauptgericht jetzt mal ist. Und ja, also die Vorteile davon, es ist super einfach zu machen. Es ist sehr billig und geht super schnell und schmeckt auch noch super. Und ja, genug geredet zu den Zutaten. Ich würde sagen, wir kommen zur Zubereitung. Bis gleich. So, also die Herdplatte stellen wir jetzt mal so auf mittlere Temperatur. Dann kommt ein kleiner Schuss Öl hinzu. Und dann warten wir kurz, bis das Ganze heiß ist. Gut, und dann geben wir einfach mal das Fleisch hinzu. Und dann braten das erstmal schön scharf an. So, das Fleisch ist schon gut angebraten. Jetzt gebe ich so eine Messerspitze von der Currypaste hinzu und brate das dann gemeinsam mit dem Fleisch etwas an und dabei schön rumrühren, damit die sich auch etwas verteilt. Gut, nun gebe ich das Gemüse einfach hinzu. Bei mir war das jetzt eine halbe Packung, so 375 Gramm ungefähr. Für mich persönlich finde ich das eine optimale Menge. Gut, das Ganze können wir jetzt mal etwas köcheln lassen und dazu gebe ich noch einen Deckel drauf. Dann geht das alles etwas schneller. So, also die Gemüsemischung, die ist jetzt etwas aufgetaut und jetzt lassen wir den Deckel ein bisschen weg, damit das ganze Wasser, wo es noch drin ist, verdunstet. Und ja, nachdem es dann verdunstet ist, geben wir nachher noch einen Schucker von der Sojasauce hinzu und runden das alles ein bisschen ab. So, wie ihr seht, ist das Wasser nun fast verdunstet und jetzt gebe ich einfach noch einen Schucker Sojasauce hinzu, so ungefähr 10 Milliliter. Und dann kommt noch etwas von dem Frischkäse hinzu. Das sind so ca. 40 Gramm. Und das habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen. Ich mache noch ein bisschen von dem PB2 hinzu. Das ist so eine Erdnussbuttercreme, mit der man seinen Erdnussmus selber anmischen kann. Alternativ dazu könnt ihr auch einfach Erdnussmus verwenden. Und davon nehme ich jetzt mal so knapp 10 Gramm. Das gibt dem Ganzen dann nochmal so einen nussigen Charakter. Und runde das nochmal alles so ein bisschen ab. Dann kommt noch hinzu, ich habe hier so ein Chili-Knoblauch gemixt, gewürzt. Davon ein bisschen drüber. Dann noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann vermischt man das Ganze.
Ja, natürlich versteht sich von selber, wer es nicht scharf mag, der lässt dann eben die Chili-Sachen raus und am besten dann auch das grüne Curry, beziehungsweise einfach etwas weniger nehmen, weil es doch schon ziemlich scharf ist. So, und dann können wir den Herd auch runterschalten auf eine niedrige Stufe, weil das Ganze muss jetzt eigentlich nur noch so leicht vor sich hin köcheln. Muss jetzt nicht mehr so heiß sein. Und dann lassen wir das abkühlen und ziehe das Ganze noch etwas durch. Ja. Ich gebe jetzt noch einen kleinen Schucker Wasser hinzu. Kleine Prise Rohrzucker. Okay Leute, das war's mit dem Video. Wie ihr gesehen habt, es war ja wirklich super schnell zum Zubereiten, kein Hexenwerk. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.